Grafik. Also Grafik im Sinne von Diagrammen, blablabla. Ich liebe Ladebildschirme. Gruppenmitglieder hinzufügen und hinzufügen. Annehmen. Ja, bin. Shepard, Ihr Paket wird vorbereitet und Sie werden es in Kürze erhalten. Es handelt sich hier um ein Hochsicherheitsschiff. Daher müssen Sie Ihre Waffen abgeben, bevor wir weitermachen. Nö. Das werde ich nicht tun. Alles weggetreten. Commander, ich bin Direktor Carroll. Das ist mein Schiff. Sie erhalten die Waffen zurück, bevor Sie das Schiff verlassen. Bitte verstehen Sie, das ist unser Standardverfahren. Nein, werde ich nicht tun. Und mein Standardverfahren ist, die Waffen niemals abzugeben. Noch so scheiße gucken. Lassen Sie sie durch. Unsere Einrichtung ist sicher genug, um mit drei bewaffneten Gästen zurechtzukommen. Wir holen Jack aus der Kryo. Sobald die finanzielle Seite geklärt ist, können Sie aufbrechen. Folgen Sie mir bitte wegen der Übergabe zur Entlassungsstelle, Commander. Gehen wir. Wollen im ersten Teil schon nicht verstehen, dass ich meine Waffe nicht abgebe. Zellenblock 2. Zwar nicht eher. Wie Sie sehen, halten wir die Population unter strikter Kontrolle. Jede Zelle ist eine eigenständige modulare Einheit. Ich habe zum Beweis mal ein paar durch die Luftschleusen geblasen. Das Schiff besteht aus 30 Zellblöcken wie diesem hier. Bei uns leben Tausende von Verbrechern. Wir können in kürzester Zeit die gesamte Anlage abriegeln. Hier geht nie etwas schief. Leg los. Machen wir weiter. Gab es hier schon Fluchtversuche? Wir sind im Weltraum. Sie können nirgends hin, das wissen Sie. Dennoch lassen wir höchste Vorsicht walten. Schließlich handelt es sich um gefährliche Individuen. Wir haben viele Möglichkeiten, die Population zu kontrollieren. Ich lasse mir bestätigen, dass die Bezahlung durch Cerberus erfolgt ist. Die Entlassungsstelle ist einfach hier die Halle runter. Gehen Sie einfach an den Verhörzimmern und dem Supermax-Flügel vorbei. Ich stoße später zu Ihnen, Shepard. Mal herausfinden, was der Haken hier an der ganzen Sache ist. War jemand Altbekannten oder? So bekommt man nicht mal verlässliche Informationen. An einem bestimmten Punkt geben die Opfer alles zu, nur damit der Schmerz aufhört. Okay. Wenn man das als die sichere Methode sieht. Hey, hey Leute hier drüben! Darf ich eine Frage stellen? Wenn Sie Gefangene kaufen, wie wäre es dann mit mir? Mann, mir ist egal, wo sie mich hinbringen oder was sie mit mir machen. Alles ist besser als das hier. Wir sind wegen Jack hier. Jack? Vergessen Sie, was ich gesagt habe. Mit ihm gehe ich nirgendwo hin. Ich muss jetzt gehen. Ich wünschte, ich könnte gehen. Ja, kannst noch in dein... Ja, vielleicht 2-3 Quadratmeter. Ah, so viel wird es nicht sein. Wird es wahrscheinlich auch ein Angebot machen, weil er dann direkt wieder aufbläht. Ich kann nicht meine Waffen rausholen. Das ist doof. Tür öffnen. Zur Entlassung durch die Tür auf der anderen Seite des Raums. Ja. Ein bisschen motiviertere Stimme beim Job. Tut mir leid, Shepard. Aber als Gefangener sind Sie wertvoller als Kunde. Da ist der Hammer. Lassen Sie die Waffen fallen und begeben Sie sich in diese offene Zelle. Ihnen wird nichts geschehen. Verhandeln wir. Vielleicht kann ich Ihre Meinung ändern. Systeme aktivieren.
Zeit zu sterben. Keine Bombe! Ich hab hier die drei Schuss noch. Ja! Ja, dann chill wieder auf. Weg mit dir. Das hat wehgetan! Das war schon. Aber. Munitionskraft noch einsetzen. So. Brandmunition. Ich hab Bock auf die. Und unten bleiben! Wir unsere Feinde doch einfach mal einkriegen. Weniger, um die wir uns sorgen müssen. Verstärkung zur Entlassungsstelle. Shepard läuft frei um. So sieht's aus. Einer weniger. Da frieren sie alle ein. Sind dann schon oben rein. Wir müssen den aus der Krüge rausholen. Oh, ist explodiert. Weg mit dir. Ich hab's. So, jetzt holen wir uns ein bisschen Life dazu. Gewunst. Und gehen wir weiter. Ihr seid fette Scheiß los. Wenn ich mich ducken könnte, dann würde ich euch dippen. Techniker tot. So, ein bisschen Element Zero. Oh, ich starte. Wenn wir uns in die Kontrolltafel einhacken, öffnet sich jede Tür im ganzen Zellenblock. Gott. Es ist der einzige Weg, Jack aus der Kryo rauszuholen. Ich mach schon. Bereithalten. Geil. Erstmal eine Party machen, oder? Jack? Jawohl. Wir müssen da runter. Nice one. Der will ich helfen. Warnung. Warnung. Klingt nach einem harten Kampf. Ja. Diese Macho. Damit lässt sich was anfangen. An alle Wachen! Ordnung wiederherstellen! Tödliche Methoden genehmigt! Aber nicht Jack-Problem! Ausfall der Lebenserhaltungssysteme in den Sektoren 7, 9 und 11. Keine Überlebenden. Schade. Das Mädchen ist stark, aber es mangelt ihr an Finesse. Jack macht wohl alles fertig. Läuft. Wenn die mir angreifen.